Hallo ihr Lieben, ich bin wieder unterwegs heute. Wo ich heute bin, wird noch nicht verraten, das könnt ihr gleich im Vorspann sehen. Also jetzt mal das Intro und dann sehen wir uns hier wieder. Bis gleich. Hier ist heute auch ein großer Hüpfburgenpark mit viel Musik und Tamtam. Hier kommen jetzt ein paar Eindrücke von dieser Ecke. Auf dem Turm da oben geht eine Zipline los. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen am besten. Sie werden es aber rausfinden, wie teuer die auch ist. Wenn die an ist, geht es dahin. Alles klar. Okay, bis dann. Erstmal, ciao. Da oben die kleine Plattform, das ist die Zipline Startleiste. Startbahn. Jetzt sind wir gleich hier und dann wollen wir mal sehen, ob die was kostet und wenn ja, wie teuer. Also, lassen wir uns es überraschen, was das kostet, da einmal mitzufahren, wenn es überhaupt offen ist. Ich weiß es nicht, wir werden es dann sehen. Okay, bis gleich. Hier beim Haupteingang gibt es einen Playback. Hier ist nochmal Playmobil, so. Playmobil. Simon ist doch ein geiler Dude, oder? Was sagt ihr? Einen großen Applaus für Simon, bitte. So, Mann. Auf jeden Fall freut mich, Magdeburg hier zu sein. Ich habe nämlich meine erste Zeit hier auch in Magdeburg erlebt, wo ich damals 1998 angefangen habe. Da wart ihr vielleicht noch gar nicht in Gedanken bei euren Eltern drin, aber heute seid ihr hier und deshalb auch natürlich einen großen Applaus für euch. Alright. Ihr seht schon, ich war letzte Woche im CDF-Fernsehgarten bei der Kiwi. Habt ihr das gesehen, ja? Genau, und ich bin ja auch Ossi sozusagen, bin in Bitterfeld groß geworden, in meiner Jugend sehr oft hier auch gewesen, deshalb heute Heimspiel mal für mich in der ganzen Togo-Tour 2024 und ich freue mich auf jeden Fall, euch heute hier kennenzulernen. Lena, lass mich mal auf jeden Fall Planet Rock ein bisschen laufen, Planet Rock in Verbindung, alle Leute zusammen. Mein erster Trick. Ladies and Gentlemen, war der hier. Keine Bremse. Das war so mein erster Trick, den ich gemacht habe. Nein, wie gesagt, das kann es doch nicht gewesen sein. Bei BMX-Rad fahren, da muss noch mehr gehen. Was geht noch? Dann habe ich die X-Games gesehen, Reedy zum Beispiel. Ich habe damals gerade gewusst, dass es ein Reedy gibt. Woher? Ich habe Fußball gespielt, wie du vielleicht. Louis, nimmst du da ihre Schuhe oder die Bremse? Das Das war jetzt ein Stück von der Show, die sie hier haben, heute auf dem Kinderfest hier im Elbauenpark in Magdeburg. Ich werde jetzt erstmal was gucken, ob ich was zu trinken kriege oder was zu essen. Und danach geht es auf die Sommerrodelbahn. Und dann melde ich mich bis dahin rechtzeitig zurück. Bis dann. Meine Actioncam hat gestreikt jetzt hier bei dieser Fahrt. Also werde ich noch einmal anstellen und dann nochmal fahren.
Aber dann werde ich versuchen, kein Kind vor mir zu haben, weil es ziemlich langsam war. Ich muss mir jetzt nochmal ein Ticket holen und dann geht es nochmal drauf. Aber diesmal mit dieser Kamera. Okay, bis dann. Na, alles klar, fangen wir mal vor. So, auf der Sommerrodelbahn in der Elbauen. Park in Magdeburg. Diese Anlage ist klein, schnuckelig, aber trotzdem sehr schön. Wenn man keine Bummler vor einem hat, kann man schön Adrenalin spüren. Und jetzt geht's gleich los. Volle Kanne Action, sag ich mal. Jetzt sind wir oben und jetzt geht's gleich los. Achtung, fertig. Jetzt in die Kurven gehen und dann soft geben. Speed geben. Das war jetzt die Sommerrodelbahn hier in Elbgau. Park in Magdeburg. Ich sag mal noch ein paar Eindrücke und dann verabschiede ich mich hier aus dem Park. Bis dann. Unter dem Weizenverdeck ist eine Seebühne. Hier kann man Ketka fahren, Fahrrad fahren. Und man hat sehr viel Spaß, kann man auch haben, wenn man nicht unbedingt auf Adrenalin pur steht.
So, das war jetzt der 5. Teil von der Tour 24 von den Kurserfahrern. Und wo es mit dem 6. Teil hingeht, wird noch nicht verraten. Ich sag nur eins, tschüss und bis dann hier aus dem sonnigen Magdeburg. Ciao.